Hallo, guten Morgen. Ja, jetzt sitze ich endlich. Ich bin den ganzen Tag schon rumgewandert und habe nach dem richtigen Ort zum Aufnehmen gesucht. Und wer schon länger in meinem Kanal sich umschaut, der hat schon irgendwie gesehen, dass ich mehrere Orte zum Aufnehmen versucht habe. Immer auf der Jagd nach dem besten Licht und nach der besten Location. Und ja, jetzt bin ich wieder hier gelandet in unserem Wohnzimmer vor einem Fenster und ich glaube, hier ist ein ganz guter Ort. Ja, aber so das Ideale habe ich eigentlich nicht. Aber ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ein bisschen Unruhe im Hintergrund ist und hier das eine oder andere herumsteht und eben nicht nur eine Wand oder irgendwas Schönes, sondern ja, es ist halt unser Wohnzimmer. Genau. Und ja, herzlich willkommen. Ich vergesse das so oft. Also das ist hier ein Handarbeitskanal meistens. Und ich bin die Andrea und ich stricke unheimlich gerne und freue mich, dass du da bist. Ja, ich muss sagen, also die letzte Zeit, ich weiß gar nicht was, nur die letzte Woche oder schon länger, stand so unter dem Motto, mach was fertig und schlag nicht immer nur an und kauf nicht immer nur Wolle, sondern mach endlich mal was fertig und kümmere dich mal um deine WIPs oder UFOs oder wie auch immer man sie nennen möchte, um deine unfertigen Projekte, die da rumliegen und ja, Taschen blockieren, Platz wegnehmen. Das ist immer so eine Sache. Ich glaube auch nicht, dass ich alleine damit bin, sondern ich glaube, dass das ein grundsätzliches Problem ist. Heutzutage unter den Strickern und Strickerinnen, weil man einfach so viel Schönes sieht und weil man ständig getriggert wird und ständig kommt was Neues und wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und ich hatte mich letztens schon mal mit einer Freundin unterhalten darüber. Über das Thema, dass die Menschen früher anders gestrickt haben, dass die projektbezogen eingekauft haben und eben auch dann wirklich das Projekt zu Ende gestrickt haben. Das heißt, angefangen, beendet, nächstes. Und nicht so, wie es heutzutage eigentlich mittlerweile normal ist, dass viele einen riesigen Stash haben mit Wolle und es wird immer wieder neue Wolle dazu gekauft, es werden neue Projekte angeschlagen, die Projekte häufen sich, so ist es ja bei mir auch gewesen, ne? Also das ist jetzt kein Vorwurf oder so, sondern es ist einfach auch so mit einer Selbstreflexion und einfach mal zu gucken, woher kommt es denn eigentlich? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter nehme, meine Mutter ist 84, ist eine andere Generation und da kann ich mit allem Möglichen ankommen, das ist egal. Sie sagt dann, ja, das ist wirklich schön, mach du mal, aber ich mache erst mal meins fertig. Genauso mit Büchern. Oh Mama, guck mal, hier ist ein ganz tolles neues Buch erschienen und das wäre genau was für dich. Dann sagt sie, ja, schön, aber ich lese erst mal mein Buch fertig, was ich habe. Und das finde ich super. Also sie ist da ein großes Vorbild für mich und so sollte es auch eigentlich sein. Und ich versuche, irgendwie dahin zu kommen, weil das effizienter ist und ich glaube, dann ist man auch nicht so gestresst und fühlt sich vielleicht wohler. Und das Tolle ist, du kriegst auch wirklich was fertig. Ja, und unter dem Motto habe ich dann gedacht, okay, ich hätte wahnsinnig gerne wieder neue Wolle bestellt und ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es nicht so ist in nächster Zeit. Aber ich versuche mein Bestes. Das ist ja auch schon was. Ich versuche mein Bestes, die Sachen, die ich habe, fertig zu machen. Und das Krasse dabei ist ja auch, dass vieles herumliegt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dann sind wirklich Sachen, die da rumliegen, wo nur noch ein bisschen dran zu machen ist. Also so der Abschluss sozusagen und dann ist das Ding fertig und dann kannst du es anziehen. Und das fand ich doch recht toll, dieses Gefühl zu haben, ich habe jetzt was fertig gemacht und ich kann es jetzt anziehen. Das ist richtig toll. Wobei ich sagen muss, bei dem einen Projekt müssen noch die Fäden vernäht werden.
Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich meine und was ich fertig gemacht habe. Zum einen Socken. Ich habe sie euch schon das letzte Mal gezeigt. Das sind die Mondim Socken von Rosa Pomar. Das ist eine, oh Gott, ich glaube portugiesische Firma. Und das war ein Knäuel, den ich geschenkt bekommen habe von der lieben Janine. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Sie hat auch wieder ein tolles Video gemacht. Schaut mal bei ihr vorbei. Ich verlinke ihren Kanal unten in der Infobox. Und überhaupt alles, was ich so von mir gebe. Meistens verlinke ich euch das in der Infobox. Ihr findet alle Informationen dort unten und auch die Kanäle, die ich erwähne oder ja. Das findet ihr unten in der Infobox und da könnt ihr dann draufklicken. Die Strickanleitungen, die ich verlinke, die führen meistens zu Ravelry, also eigentlich ausschließlich zu Ravelry. Was anderes verlinke ich gar nicht. Und wie gesagt, wenn ihr bei der lieben Janine mal vorbeischauen wollt, Madame Tussaud liest, ich sage immer, Madame Tussaud strickt, aber dein Kanal heißt Madame Tussaud liest, aber Madame Tussaud strickt eben auch jetzt mittlerweile. Strickt und liest, du müsstest das mal umändern. Madame Tussaud liest und strickt oder sowas. Nein, Quatsch, mach was du möchtest. Genau. Also, die Mondim-Socken. Geschenkt, sonst alles selbst gekauft. Dauerwerbesendung, vielleicht blende ich es ein, mal schauen. Genau, Mondim-Socken sind von der Janine geschenkt. Und ich habe da ganz einfache Stinos von gestrickt, für mich. Und diese Mondim-Wolle ist ein Non-Superwash-Garn. Das heißt, da ist kein Nylon drin oder keine künstliche Faser. Und ich bin echt gespannt. Ich habe sie jetzt noch nicht getragen, natürlich nicht. Ich habe jetzt erstmal aufs Video gewartet. Und dann werde ich sie tragen und bin gespannt, wie die halten werden. Ob die genauso robust sind, gerade so an der Hacke und an der Sohle und so, wenn ich die trage, weil ich auch mit selbst gestrickten Socken zu Hause so in der Wohnung rumhusche. Also ich habe zwar auch ein paar Hausschuhe, aber die ziehe ich seltenst an. Meistens husche ich nur so auf selbst gestrickten Socken durch die Wohnung und da bin ich mal gespannt, wie die das aushalten. Ansonsten war ich sehr begeistert von dem Garn. Es ist schön griffig, die Farbe gefällt mir unglaublich gut. Ja, und dann hatte ich sie fertig gemacht und da habe ich gedacht, irgendwie fehlt da noch so ein Kniff, irgendwas fehlt noch. Und da habe ich dann mit Sockenwolle, habe ich dann einfach so Blümchen drauf gestickt. So einfach Freischnauze. Genau. Das ist, glaube ich, Wollmeise gewesen und das hier war ein ganz normales grünes Sockengarn. Ja, ach, das war Wollmeise Strohblume. Ich weiß, ich glaube, das war ein Purstrang. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Jedenfalls, also auf der anderen Seite ist nichts. Das ist nur auf der Seite, wo ich gedacht habe, okay, ne, außen kann man es dann so ein bisschen vorblitzen sehen. Und das fand ich ganz niedlich. Und ich bin wirklich, wie gesagt, gespannt, wie sie sich tragen lassen. Vom Strickgefühl her fand ich sie sehr schön. Ich habe ganz normale 2,5er Nadeln genommen zum Stricken und ich war wirklich ratzfatz durch, weil es wirklich Spaß gemacht hat. Und ich weiß noch, diese Wolle war schuld, dass ich aus meiner Strickflaute rausgekommen bin, die relativ lange angedauert hat. Und diese Wolle hat mir so einen Spaß gemacht, dass, ja, dass ich wieder Spaß am Stricken habe. Das ist doch toll, oder? Genau, das ist das erste fertige Projekt. Und falls ihr meinen wunderschönen Pulli noch nicht kennt, das war auch ein Geschenk bzw. ein Tausch mit der lieben Helena von Suppendrache. Und dieser Pulli wird oder wurde gestrickt aus Nutidengarn, aus der schwedischen wunderschönen Naturwolle. Ja. Wegen dem Strickmuster, das kann ich ja auch noch mal unten verlinken. Genau, welches Strickmuster das war. Auf jeden Fall ist das mein Lieblingspulli und immer wenn mir kalt ist, ziehe ich den an und ich liebe ihn. Ja, genau.
kurze Trinkpause. So, dann wurde ein zweites Projekt fertig, wo auch nicht mehr viel dran zu machen war. Das ist der Singelingelang-Pulli oder Cardigan. Es ist schon so lang her, dass ich gar nicht mehr weiß, was das für eine Originalanleitung war. War die Anleitung für einen Pulli oder für einen Cardigan? Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Wie gesagt, verlinken tue ich es unten. Auf jeden Fall hieß der Cardigan Singelingelang. Und er lag auch ewig. Also ich habe einen Cardigan draus gemacht und er lag ewig. Fix und fertig eigentlich. Also er musste nur noch aufgeschnitten werden, gestickt werden und Bündchen dran. Weiter nichts. Ja gut, und Knöpfe, ne? Also Bündchen hat. Und er lag wirklich ewig. Und jetzt habe ich ihn mir genommen, habe gestickt, also vorher mit der Nähmaschine die Seitennähte abgesteppt, gestiegt und Bündchen dran. Und jetzt ist er fertig. Und ich habe ihn auch schon angehabt auf der Arbeit. So, mal ein bisschen weiter nach hinten. Das ist der Singelingelang Cardigan. Und die Knöpfe habe ich auf, weiß nicht. Und hier oben habe ich, also das sind alles Perlbutt-Knöpfe, die ich so noch hatte. Ich habe eine relativ große Kiste mit Knöpfen. Die sind alle geerbt von verschiedenen Verwandten. Und da habe ich noch einen Knopf gehabt von meinen Lieblingsknöpfen. Ich muss mal gucken, dass ich meinen Cardigan nicht in meinen Kaffee tauche. hier, das sind meine Lieblingsknöpfe. Das sind so Kokosnussknöpfe. Die sehen so hinten aus. Und da ist vorne wie so eine Emaille drauf. Und da hatte ich noch einen Türkisen und den wollte ich unbedingt oben sozusagen als Abschluss dran machen. Ich habe nämlich die Knöpfe von unten nach oben dran gemacht. Ja, und ihr seht, das ist Colorwork. Da sind Ziegen drauf. Kleine Ziegen. Sind die nicht goldig? Das Design, das hat mir so, so gut gefallen. Hier oben dieses, diese farbige Spur, die habe ich selbst dran gemacht. Eigentlich kommt die nicht dran und ich hätte es eigentlich sein lassen sollen, weil das sieht nicht schön aus. Aber es ist nun mal so. Normalerweise ist es ohne diese Farbreihen nochmal. Hätte schöner ausgesehen. Naja. Egal. Und was hinten total schön ist, finde ich, hier am Rücken ist hier so ein Muster in der Mitte und die Ziegen laufen sozusagen von der Mitte aus nach außen. Finde ich total schön. Ja, und dann habe ich halt noch Streifen reingestrickt und habe den Ärmel gerade runter gestrickt, dass der so ein bisschen pufft, ne? Also ohne Abnahmen. Und hier am Rand habe ich nochmal so einen roten Abschluss gemacht. Habe ich das unten gemacht? Ja, ich habe es unten auch gemacht. Einen roten Abschluss. Außer beim Bündchen, da habe ich es nicht. Das habe ich dann einfach so dran gestrickt. Und eigentlich ist er auch noch nicht fertig, weil hier innen ist eben die Kante, wo ich abgeschnitten habe. Eigentlich müsste man noch so ein schönes Bändchen von innen gegennähen, aber man muss es nicht unbedingt, weil ihr seht, so ein bisschen ist es angefilzt und es ist ja auch fixiert. Also mich stört es im Endeffekt gar nicht. Und normalerweise strickt man dann das Bändchen mit der Hand auf. Aber wie gesagt, mich stört es gar nicht. Und auf jeden Fall ist er fertig. Das ist übrigens alles Drops Alpaka-Wolle. Diese 100% Alpaka. Und die liebe ich und da habe ich auch schon ganz viel mit gestrickt. Also die ist wirklich seit Jahren in unserem Gebrauch. Also meine Mutter und ich, wir stricken unglaublich gern mit der Wolle. Und die ist halt so schön von der Dicke her, sie ist nicht dick, sie ist nicht dünn, sie ist genau richtig und sie hält warm. Das ist das Wichtige.
Also so eine Alpaka-Jacke. Ich habe noch so eine unifarbene blaue Alpaka-Jacke, die meine Mutter mir mal gestrickt hat und die trage ich wirklich tot. Also die habe ich ständig auf der Arbeit an, weil wir auch viel die Tür aufhaben und da ist es manchmal auch ein bisschen kalt. Und die habe ich nur an. Die sieht schon so ein bisschen räudig aus, aber ja. Und jetzt letztens hatte ich eben die an. Der Nachteil von dieser hellen Farbe ist, ich habe meistens schwarze T-Shirts unten drunter. Und auf dem schwarzen T-Shirt, das war dann komplett verfusselt. Da sah ich wirklich aus wie so ein Alpaka. Also, das ist der einzige Nachteil, wenn es überhaupt Nachteile bei dieser Wolle gibt. Ansonsten kann ich die sehr empfehlen. Ich liebe sie. Sie ist eben auch preislich recht günstig, wie die Dropsgarne eben so sind. Und ja, ich liebe die Wolle. Die ist so schön. Und na gut, viele können Alpaka nicht so gut auf der Haut haben. Ich habe eben auch meistens ein T-Shirt drunter. Aber wenn ich es dann so auf den Armen auf der Haut habe, dann stört mich das auch nicht. Also ich bin da, glaube ich, eher unempfindlich. Ja, das war mein eines fertiges Projekt. Sag mal, seid ihr jetzt schief? Mal gucken. Ist jetzt besser? War ich die ganze Zeit schief? Ich weiß es nicht. So. Und ein Projekt, was fertig geworden ist, was sogar recht schnell fertig geworden ist, ich war wirklich erstaunt, war ein Projekt von Caitlin Hunter. Und ich muss euch dazu sagen, schaut mal auf Instagram, ich meine, auf Instagram hat sie es gepostet. Caitlin Hunter gibt aktuell Prozente auf ihre Strickmuster. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Isabel Krämer übrigens auch. Bei Isabel Krämer weiß ich glaube, sie ist 50 geworden und gibt 50% auf ihre Strickanleitung. Bei Ravelry müsst ihr mal schauen. Und Caitlin Hunter hat im Moment auch so eine Prozentaktion. Aber da guckt ihr am besten mal auf Instagram. Ich kann das ja auch nicht verlinken. Ich glaube, ich darf das rechtlich nicht. Aber schaut mal bei ihr rein, wenn ihr schon länger was vorhabt, bei ihr zu kaufen an Strickmustern, dann ist jetzt die Gelegenheit. Genau, und mein Pulli von Caitlin Hunter, der Ewigkeiten da gelegen hat, der Baltian-Sweater. Und es ist einfach eigentlich ein Cropped-Pullover, also einer, der bis zur Taille geht, der gut tragbar ist mit Röcken oder so, aber ich kann sowas nicht anziehen. Ja, und dann habe ich eben auf eigene Faust einfach weiter gestrickt und habe nicht gewusst, wird das was, wird das nichts. Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Ich hatte ihn erst als Cropped-Version fertig gemacht, hat schon ein Bündchen dran und alles, habe ihn übergezogen und habe gesagt, nee, das ziehst du nie an. Habe dann das komplette Bündchen wieder aufgeribbelt und das Bündchen war relativ lang und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann hatte ich ihn weggelegt und das war halt der Grund, ne? Also meistens, wenn bei einem Strickmuster irgendwas schief läuft, hat es große Chancen, das Projekt als UFO sein Dasein zu fristen. Das war auf jeden Fall der Grund. Und dann habe ich ihn mir vorletzte Woche geschnappt. Ich glaube, vor 2 Wochen war es geschnappt. Und habe gedacht, strick einfach. Oder genau, ich hatte die Socken fertig und dann wollte ich irgendwas Stupides Rechtsgestricke haben. Und dann habe ich mir geschnappt, genau. Und habe weiter gestrickt und gestrickt und gestrickt und gestrickt und gestrickt. Und irgendwann habe ich ihn übergezogen und habe gedacht, hey, ich glaube, das wird doch was. Ja, und dann habe ich ihn einfach länger gestrickt und was soll ich sagen? Ich habe ihn gewaschen und er ist Bombe. Ich bin so verliebt in diesen Pulli. Jetzt zeige ich ihn euch mal. Der ist, wie gesagt, fertig gewaschen. Aber die Fäden habe ich noch nicht vernäht. Hier gucken überall noch die Fäden raus. Und er hat ein ganz, ganz wunderschönes Design und hat ebenso Fledermausärmel. Und der ist so schön. Und ach, schaut mal. So, ich habe ihn jetzt einfach länger gestrickt.
Genau. Und er sieht jetzt so aus. Da hängt auch noch ein Faden. Habe ein relativ langes Bündchen gestrickt. Eins rechts, eins links. Also direkt hier habe ich Bündchen angestrickt. Also hier ist keine Glatt-Rechts-Reihe mehr, sondern einfach nur rechts, links. Ich habe es sehr, sehr locker abgekettet, wie ihr seht. Sieht aber gut aus, wenn man es anzieht. Und was auch schön bei dem ist, der hat verkürzte Reihen hinten. Das heißt, das liegt schön an im Nacken. Ja, und das Design, brauchen wir nicht drüber reden, ist total toll. Es ist super schön. Hier sind die Arme. Da finden sich sozusagen die Blätter. So, und das ist mein fertiger Bolzian. Und ihr glaubt es nicht, wie schön weich der ist. Der ist so kuschelig und ich finde halt auch die Farben total gut. Und das war auch sowas, das ist Pekan gewesen, dieser Goldton. Und das andere war Raspberry Cordial. Genau, ja, Raspberry Cordial. Und das waren halt Knäule, die ich noch in meinem Stash hatte. Und habe einfach drauf losgestrickt und war dann echt total begeistert von der Farbkombi. Ich finde es richtig gut. Und das ist Macintosh Merino Light, beides. Und hier für das Pekan, also für das Colorwork, hat ein Knäuel gereicht. Und ich habe sogar noch was übrig. Da ist ja eine relativ lange Lauflänge drauf. Und für den ganzen Pulli habe ich, glaube ich, drei Knäuele gebraucht. Vier waren es, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe drei Knäuele gebraucht für den kompletten Pulli von dem Raspberry Cordial und ein Knäuel Pekan. Ja, und es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, dass ich den fertig gemacht habe. Wie gesagt, die Fäden muss ich noch vernähen, aber ich wollte ihn erst waschen, um dann eben die Fäden zu vernähen. Genau. Ansonsten habe ich noch tausend andere Sachen gefunden, die ich gerne stricken möchte. Oh mein Gott, ich habe so viel, was ich gerne anschlagen möchte. Ja, also da steht noch einiges aus. Und dann, ja, kommen wir noch mal zu einem Projekt, was auch noch seit gestern wieder in meinen Händen ist und was auch auf Fertigstellung wartet. Und zwar hatte ich gestern mich unterhalten mit meinen Strickfreundinnen. Und da ging es um den Boxy. Und dass das so ein tolles Teil ist. Und da habe ich gesagt, ja, Moment, ich hatte auch noch so ein Boxy auf den Nadeln. Der lag auch Ewigkeiten da rum. Habe ich gestrickt aus Wollmeise-Lace und letztens habe ich so Tabula Rasa gemacht und habe ich gedacht, ach, den strickst du nie fertig und habe die Nadeln rausgezogen. Und ja, und dann, wie gesagt, gestern im Gespräch gewesen und dann habe ich gedacht, okay, dann, also sie haben beide gesagt, machen wir fertig und dann habe ich gesagt, okay, dann setze ich mich noch mal dran. Ich muss aber erst mal gucken, wo ich bin. Das ist halt auch sowas, ne? Also wenn man ein Projekt liegen lässt, dann muss man sich ja erst mal wieder reinfuggeln, wo man da eigentlich war, was jetzt als letztes gestrickt wurde, was jetzt als nächstes kommt. Und ich habe es aber gefunden. Das war bei dem nicht so schwer. Und ich habe ihn zur Runde gestrickt. Also es gibt zwei Versionen. Beim Boxy von Jochi Locatelli, davon rede ich, den kann man in zwei Versionen stricken. Einmal Vorderteil-Rückenteil, also mit genähten Nähten, oder dann eben zur Runde geschlossen ohne Naht. Wobei ohne Naht oben in der Schulter kommt dann eben doch eine Naht. Und ich war schon so weit, dass ich schon alles fertig hatte und brauchte nur noch oben so ein bisschen, also der wird von unten nach oben gestrickt und brauchte nur noch so ein bisschen oben an der Schulter weiter stricken. Also es war auch wieder mal nicht viel. Und gerade bin ich an den Ärmeln dran. Ich zeige euch mal ein Bild von dem Boxy. Ich muss es mal so reinhalten.
Das ist der Boxi. Den kennt ihr alle und wahrscheinlich habt ihr den alle auch schon gestrickt. Super. Da sieht man noch so ein paar Fotos. Ja, also das ist der ganz normale. Es gibt ja dann auch noch so ein V-Neck-Boxi, aber das ist der mit dem Rundausschnitt, also der erste, der da überhaupt rausgekommen ist. Genau, und den habe ich eben weiter gestrickt. Genau. Aus Wollmeise Spice Market. Und so sieht der aus. Ist halt ein Kastenpulli, ne? Der ist halt ja recht breit. Genau. Und dann dachte ich zwischendurch, es reicht mir nicht mehr, was ich habe. Und da habe ich schon mal fürs Halsbündchen eine andere Farbe genommen. Ich habe halt nicht so viel Wollmeise und ein neues Knäuel wollte ich jetzt nicht verbrauchen und aufmachen. Deswegen habe ich nach Resten geguckt und ich hatte nur einen Rest alte Maus. Könnte auch im Jahr der Ratte sein, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist alte Maus. Und dann habe ich eben noch so Restknäuelchen mit Spice Market gehabt. Und da habe ich gedacht, okay, ich teile die auf und guck mal, wie weit ich da komme. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus mit dem Bündchen, aber angezogen sieht es gar nicht so schlecht aus. Und der Arm wird eigentlich gar nicht so lang gestrickt. Also eigentlich ist das so ein Dreiviertelarm. Jetzt habe ich da das Knäuel verwurschtelt. Das ist eigentlich ein Dreiviertelarm. Der geht ungefähr bis hier. Und ich habe einfach weiter gestrickt, weil ich die komplette Wolle verbrauchen wollte und weil mir aktuell so kalt ist und ich keinen Bock auf Dreiviertelärmel habe, sondern gerne lange Ärmel möchte. Jetzt ist es mir weggehuscht. So viel habe ich noch übrig. Es langt noch für ein paar Ründchen. Und genau, dann muss ich mal gucken. Dann mache ich eben dann nochmal ein Bündchen mit alter Maus, dass sich das eben so wiederholt nochmal. Und dann habe ich da auch so einen Überschmeißpulli, ne? Genau. Und ich brauche, glaube ich, nicht viel zu dem erklären. Wie gesagt, den Boxi hat eigentlich schon jeder gestrickt. Und wie gesagt, das ist von unten nach oben in Runden gestrickt. Und dann hat man zum Schluss oben die Naht und ja, macht die Naht zusammen. Da ist Kraus rechts bei der Naht. Genau. Jo. Und dann werden halt noch die Ärmel dran gestrickt. Also da bin ich jetzt gerade dabei. Das ist mein aktuelles Projekt auf den Nadeln. Der wird dann hoffentlich die nächsten Tage fertig werden. Ich muss jetzt erstmal das Knäuel aufsammeln. Der wird hoffentlich die nächsten Tage fertig werden. Und dann habe ich noch ein neues Projekt auf den Nadeln. Ich war ganz schön fleißig, ne? Ich bin ganz stolz auf mich, glaube ich. Und zwar, wie kam das denn? Eigentlich wollte ich was ganz anderes stricken. Ich hatte mir ein Tuch rausgesucht, was ich auch demnächst unbedingt stricken möchte, aber das zeige ich euch dann. Da will ich jetzt gar nicht so viel verraten. Und ja, genau, das Tuch. Und hat mir auch die Anleitung gekauft. Da bin ich ja immer relativ spontan. So, oh ja, das will ich stricken. Zack, Anleitung gekauft. So. Und dann habe ich auf YouTube eingegeben, dieses Tuch und wollte gucken, wie das bei anderen aussieht, die das schon gestrickt haben. So, und dann bin ich auf einem Kanal gelandet, die diesen Schal trug, aber eben auch einen Pulli. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, dieser Pulli, den willst du ja schon seit Jahren stricken. Oh mein Gott, ich stricke den Pulli. Natürlich stricke ich den Pulli. Habe ich auch schon die Anleitung seit Jahren und alles. Und ich wollte den wirklich schon seit Ewigkeiten machen. Da habe ich gesagt, jetzt fange ich an. Und zwar ist das auch eine Anleitung von Caitlin Hunter. Und ich habe jetzt überhaupt kein Bild. Ah! Nee, ich habe kein Bild. Weil ich mir das immer schenke.
bei den Anleitungen das Cover auszudrucken, weil das Unmengen von Tinte frisst und ich sehe das immer irgendwie nicht ein. Deswegen kann ich euch jetzt gar kein Bild zeigen. Auf jeden Fall ist es der Birkin-Sweater, der mit den Blümchen. Und ich wollte ja gerne einen Frühlingspulli haben. Und da habe ich gedacht, das ist ideal. Jetzt muss ich nur mal gucken, weil hier tausend Fäden hängen. Und das einzigste Manko bei dem ist wirklich, ich bin in einer Reihe oder beziehungsweise kurz, doch, ich bin in einer Reihe, wo mit drei Farben gestrickt wird. Colorwork. Und ich hasse das, wenn in einer Runde mit drei Farben gestrickt wird. Und eine Farbe muss ich sogar mit doppeltem Faden stricken, weil es sonst zu dünn ist. Es ist ein Wollchaos, ihr könnt es euch vorstellen. Und normalerweise ist es schon gut, wenn man Colorwork immer nur mit zwei Farben strickt. Erstens hast du dann überhaupt keine Probleme. Und zweitens hat schon Elizabeth Zimmerman gesagt, dass zweifarbiges Colorwork eigentlich ausreicht. Aber gut, hier ist es so. Ja, genau. Und das ist jetzt mein Anfang vom Birkin-Sweater. Und ja. Ich stricke das aus Drops Puna, also hier die helle, das Beige ist Drops Puna in der Farbe 02. Also es ist so ein schönes helles Beige. Und dann kommt so eine Blätterranke, die habe ich aus Drops Alpaka gestrickt. Und hier kommen Blüten rein. Also, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon so gut erkennt. Ich denke, später, wenn es gewaschen und gespannt ist, erkennt man es besser. Hier sind so kleine Nupsis drin in so einem hellen Lila. Und das dunkle Lila ist auch Drops Alpaka. Und diese hell-lila Nupsis, das ist diese Wolle, die ich doppelt nehmen muss. Und ich weiß gerade nicht, was das ist. Kann ich euch das nächste Mal sagen. Ich habe jetzt keine Banderole dabei. Und das hier ist die Drops Alpaka, die ich für die Blüten habe. Und das ist die Puna. Genau. Und dann in der Mitte kommt noch eine andere Farbe dazu. Da bin ich noch am Überlegen, aber da ist schon eine in größerer also in näherer Auswahl, die ich dann verstricken möchte. Und hier werden auch verkürzte Reihen gestrickt, was ich auch immer toll finde. Wo ist denn hier der? Hä? Wo ist denn hier das? Hä? Hier ist hinten. Genau. Also verkürzte Reihen. Und ja, das liebe ich ja immer in Pullis, weil das einfach ein bisschen höher ist hinten im Nacken. Genau. Das ist mein Birkin-Sweater. Und ich stricke Größe 5. Mit Nadelstärke. Das sind jetzt die Uraltnadeln von meiner Mutter. Ich liebe die. Oh mein Gott. Also neben den Acrylnadeln sind diese ganz uralten Retronadeln meine absoluten Lieblingsnadeln. Und alles, was ich danach gekauft habe, diese Fancy-Nadeln, ne, so von Chagot und was habe ich noch? Haya Haya, hier, hier. Diese absoluten Fancy-Nadeln, die benutze ich gar nicht gerne. Ich finde diese Retro-Nadeln so toll. Erstens, weil sie meine Mutter ihr Leben lang benutzt hat. Das ist halt nochmal so was Gefühlsmäßiges. Und dann sind die halt auch nicht so spitz. Und das finde ich halt toll. Ich mag das, wenn die nicht so spitz sind. Ich liebe die Nadeln und die sind hier so geknickt. Was hatte ich denn letztens gestrickt mit irgendeiner Retro-Nadel und da hatte sie wirklich vorne die Spitze so geknickt und ich habe so einen Schmuckhammer. Ich habe ja schon tausend Sachen gemacht, deswegen ich habe so ein bisschen Equipment in meinem Bastelzimmer und da habe ich einen Schmuckhammer und da habe ich die Spitze mit bearbeitet und jetzt ist wieder gerade. Ja, also kann man weiterhin benutzen. Ich benutze die Sachen gerne, bis sie wirklich kaputt sind. Alles andere macht für mich keinen Sinn.
Ich bin nicht so der Fan von Wegschmeißen und Neukaufen, sondern ich bin eher der Fan von, oh, es ist kaputt, lass es uns reparieren. Genau. Und ich glaube, der wird richtig schön, der Pulli. Macht auf jeden Fall Spaß, aber ich bin diszipliniert, wie gesagt. Und ja, mache jetzt erstmal meinen Boxi fertig, auf den ich mich auch schon echt freue, weil ich glaube, das ist wirklich ein tragbares Teil. Auch wenn es so wahnsinnig kastig und unförmig aussieht. Ich meine, man trägt sowieso ein Shirt unten drunter. Ich glaube, der wird richtig gut. Ja, und ich habe noch so zwei, drei Wollmeise-Lace und war schon immer am Überlegen, was ich damit machen könnte, weil ich habe keine Lust, immer nur Tücher zu stricken. Ich habe wirklich Tücher, ich kann wirklich totschmeißen mit Tüchern und es macht wirklich keinen Sinn, ständig Tücher zu stricken. Deswegen liegt auch der Kolding da vor mir und wird nicht fertig, weil ich keinen Bock mehr habe, ein Tuch zu stricken. Und ja, der Eskimo-Schal, der liegt jetzt auch erstmal. Bin nicht mehr so, ich weiß nicht, im Moment mag ich nicht so Knallfarben. Ich bin eher so mittlerweile so für Naturfarben. Die finde ich jetzt im Moment total schön. Ja, genau. Das war jetzt schon alles mit Stricken. Ich dachte, ich hätte irgendwie mehr, worüber ich reden kann und bin aber jetzt irgendwie so durchgerauscht. 36 Minuten, aber ich kann euch noch was zeigen. Und zwar, eigentlich zeige ich euch ja hier und da mal Bücher, wenn ich begeistert davon bin. Und zeige euch jetzt ein neues Schätzchen, was bei mir eingezogen ist. Und ich bin Buchhändlerin und ich liebe Bücher, also Bücher, in denen man blättern kann, die man in die Hand nehmen kann, so richtig mit Papier und so. Aber es gibt verschiedene gute Gründe, warum ich jetzt mir einen E-Reader gekauft habe. Und ja, jetzt habe ich einen. Ich habe mich lange gesträubt, aber ich muss sagen, ich liebe dieses Ding. Das ist so cool und auch wieder stolz auf mich. Ich Technik-Banause habe es wirklich geschafft, es selbst einzurichten. Und mir irgendwie einen Account bei der Onleihe und Verknüpfung und so zu machen. Ich bin echt, oh, ich bin so gut. Nein, selbst Ironiemodus aus. Für andere ist das ein Klacks, für mich war das was, dass ich das selbst geschafft habe. Naja, und genau, jetzt habe ich einen. Und zwar ist es ein Pocketbook. Und was der Vorteil dabei ist, es ist nicht an irgendein Online-Geschäft angeschlossen, wie zum Beispiel der Kindle mit Amazon und Tolino mit Thalia, wobei der Tolino, glaube ich, auch bei der Onleihe funktioniert. Der einzige E-Reader, bei dem Onleihe nicht funktioniert, ist wirklich der Kindle. Also da könnt ihr wirklich nur bei Amazon kaufen, Feierabend, danach ist Schluss. Und ich habe mich dann eben für das Pocketbook entschieden, weil wir Pocketbook auch verkaufen auf der Arbeit. Und habe ich gedacht, hey, wenn ich da mich reinfriemel, dann kann ich eben auch die Kunden besser beraten. Und ja, und habe mir das Ding gekauft. Das hat so eine blaue Hülle mit so einem Magnetverschluss. Und das ist ein weißer. Ich wollte unbedingt gerne einen weißen haben. Aktuell gibt es die auch sehr schön in so einem Anthrazit und da gibt es die hier unten abgesetzt mit Kupfer oder mit Silber, fand ich auch sehr schön. Ich wollte aber gern einen weißen haben und das war mal so eine Limited Edition, die ich noch bekommen habe. Und da freue ich mich sehr drüber. Und das Coole ist, also ich habe es jetzt eigentlich die ganze Zeit bei mir und es ist halt schön vom Format her, schön handlich und ja, das habe ich die ganze Zeit in meiner Tasche. Und was total cool ist, also was für mich total cool ist, ist, wenn ich abends zum Beispiel mit meiner Familie auf der Couch sitze und die gucken einen Film und eigentlich interessiert mich der Film nicht. Und wenn ich dann meine Lampe anmache, die neben der Couch ist, dann stört das die meiste Zeit. Und das, also dieser E-Book-Reader, der ist ja hintergrundbeleuchtet.
Wartet mal kurz. Nee, ich beeile mich jetzt einfach mal. Und der ist hintergrundbeleuchtet und dann kann man da sitzen, auch im Halbdunkel. Während die anderen Fernsehen gucken, kann ich mein Buch lesen. Und das ist echt ein Vorteil. Und wie gesagt, der andere Vorteil ist eben die Online. Ich habe jetzt einen Büchereiausweis und da kann ich mir eben auch Bücher, Hörbücher hier draufladen und kann mir die E-Books ausleihen. Das ist in dem Fall super, weil nicht jedes Buch, wo ich mal einen Einblick haben möchte oder einfach mal sehen möchte, wie ist denn das Buch geschrieben oder so, möchte ich kaufen oder bei mir im Regal stehen haben. Es gibt natürlich auch Leseexemplare für Buchhändler, aber meistens ist es so, dass genau das, was ich jetzt gerade lesen möchte, was wir neu in den Laden bekommen haben oder so, nicht als Leseexemplar verfügbar ist und die Onleihe ist relativ gut ausgestattet und die haben auch relativ viele neue Sachen, muss ich wirklich sagen. Wenn das was ist für euch, wenn das ein Thema ist, dann guckt doch mal bei eurer Stadtbibliothek vorbei, ob ihr das auch machen könnt. Und dazu muss ich noch sagen, ganz kurz, weil ich bin gleich bei 45 Minuten. Ich habe den Pocketbook Reader HD3. Touch HD3. Und nur dieser von den Pocketbooks hat die Funktion, dass er wasserfest ist. Ihr könnt damit baden und das Ding eine halbe Stunde im Wasser versenken. Das macht dem nichts. Ich würde es jetzt nicht versuchen, aber genau, der ist wasserfest, wasserdicht und ihr könnt auf dem Hörbücher hören. Also hat so einen Audioausgang. Das haben die anderen Pocketbooks nicht. Das hat nur der Touch HD3. Genau, aber wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr ja auch noch mal so Informationsvideos schauen auf YouTube. Da gibt es diverse und klickt euch da mal rein, wenn das für euch ein Thema ist. Also ich, die ja wirklich mit Elektronik nichts am Hut hat und wirklich auf das gedruckte Buch gepocht hat, immer und immer, ich bin begeistert. Und es ist eine Alternative und ein Zusatz. Ich würde nie auf meine Bücher verzichten, wobei man auch nicht weiß, wie das in Zukunft so wird, ne? Wegen Papierknappheit und Abholzung und sowas alles. Also ich mache mir da schon meine Gedanken, wie das so in Zukunft aussehen wird. Ich habe keine Ahnung. Ist jedenfalls schon mal gut, wenn man so in diese Richtung denkt und vielleicht einfach ein bisschen aufgeschlossen ist, was das Thema angeht. Jo. Ich liebe meinen und bin froh, dass er jetzt da ist und ich kann den toll nutzen für verschiedene Gelegenheiten und werde dann in Zukunft auch Hörbücher hören während dem Stricken, weil ich war bei Audible und es war mir dann irgendwann zu teuer geworden. Und wenn man einfach nur die Gebühr bei der Stadtbibliothek zu bezahlen hat, die wirklich ein Klacks ist für ein ganzes Jahr, dann kann man eben alle Medien nutzen, die die Stadtbücherei zur Verfügung stellt. Und das finde ich sehr gut. So, das war jetzt mein Wort zum Dienstag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ja, habt Spaß gehabt mit dem Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis bald.